Ja, moin, willkommen zurück zu SpongeBob The Cosmic Shake. Bisschen runtergekühlt bin ich jetzt, aber die Kritikpunkte bleiben bestehen. Von letztem Mal. So viel gar nicht versprechen. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal die ganzen Welten durchstreifen. Gegebenenfalls werde ich das tatsächlich nochmal ein bisschen zusammenstampfen, zusammenschneiden. Mal gucken. Aber diese ganzen Challenges, auf die habe ich halt wirklich keinen Bock onscreen, weil ich habe jetzt schon bei Sandy gesehen. Bei Mr. Krabs war auch schon kacke. Weil irgendwie auch der Zeitrahmen nicht definiert ist, ne? Und, ja. Oder was genau in dem Zeitrahmen gemacht werden muss, besser gesagt. Und zusätzlich, gibt es dann halt diese Missionen, die auch einfach kackenschwer sind mit Sandy. Zum Beispiel. Das sehe ich nicht so ganz ein. Ne? Deswegen, das werde ich definitiv nicht onscreen machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt mache. Na, das werde ich dann schauen. Wenn ich den Rest gesammelt habe hier soweit. Ja, der Bereich war schon immer scheiße, deswegen wundert mich das jetzt auch nicht, dass ich hier wieder irgendwie weggefickt werde und was weiß ich. Das ist mir auch relativ egal. Ich finde es so nervig, dass die Garnele mich jetzt hier wieder die ganze Zeit belästigen kann. Naja, was soll's. So, die Sache ist, dass wir hier auch schon relativ viel, war das jetzt eine Nee, Quatsch, das war nötig, ne? Das ist ja der Storyweg sogar gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier war der fliegende Holländer, ja, okay. Nee, aber die meisten Münzen, glaube ich. Es fehlen ja sogar nur noch 4. Ich glaube, alle Golddublonen, die wir hier zu finden haben, die haben wir schon gesehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr auswendig, wo die waren, aber das ist halt auch so ein bisschen witzlos dann. Hier sind auch übrigens die Schirmchen, von denen ich irgendwie 4 auf einmal gedreht haben muss oder sowas. Können wir mal gerade nachgucken, wenn wir hier gerade schon mal in der Welt sind. Und ich weiß jetzt nicht, da gibt es wahrscheinlich eine Stelle, wo das besonders gut möglich ist, aber ich finde es gerade interessant, mich darum zu kümmern. Ja, wir haben hier noch so ein paar Missionen. 6 sind es auf einmal. Gibt es überhaupt 6? Aber die beiden drehen ja immer noch. Vielleicht drehen die sogar endlos, bis ich... Ich weiß es auch nicht. Naja, das ist Nummer 3, das ist Nummer 4. Also hier geht es auf jeden Fall. Nummer 5 und Nummer 6 da hinten. Ich glaube, die ersten beiden haben wieder aufgehört, sich zu drehen. Jetzt haben wir es aber. So, Strandwirbler. Schön, dann haben wir das auch schon mal direkt erledigt. Weil das müssen wir zweifelsohne hier machen. Woanders gibt es, glaube ich, keine Strandschirme. In Bikini Bottom, glaube ich, ganz vereinzelt. An den Stellen, wo es halt so hier in diese Welt geht, zu den Portalen. Aber ansonsten, naja. Ja, also es sind halt auch einfach so Kleinigkeiten manchmal, die mich in dem Spiel so richtig aufregen. Wie eben auch die Tatsache, dass die einfach ineinander reinreden, die Dialoge. Dass das nicht irgendwie geregelt ist. Dass SpongeBob und Patrick zum Beispiel nichts sagen, wenn jetzt hier der Erzähler was sagt oder so. Es ist halt einfach erbärmlich, ehrlich gesagt. Dass sowas nicht irgendwie geregelt wird. Es ist mir auch egal, ob sowas gefixt wird oder nicht. Es hat von Anfang an ordentlich zu sein. Ganz ehrlich. Da hat gefühlt kein Spieltester nochmal so richtig, ne? Da hat man vielleicht einmal die Story durchgespielt, also ansatzweise, sage ich mal, ist in jedes Level reingegangen, aber man hat da nicht quasi den Wiederbesuch simuliert oder getestet. Das wäre doch sofort aufgefallen. Ich glaube nämlich nicht, dass das eine Sache in der Lokalisation ist, in der Luca, ne, Dings da. Dass das jetzt nur in der deutschen Sprachausgabe oder so ist, glaube ich nicht. Das wird Programmcode sein, der da, ja, einfach falsch ist. So, wir müssen jetzt hier noch Pennies finden für Mr. Krabs. Ich habe noch keinen einzigen gefunden. Das ist der einzige Grund, warum ich mich hier so detailliert umgucke. Wobei ich natürlich auch wieder die entsprechenden Orte da finden muss, wo die Sachen eingesperrt waren. Der erste, den habe ich so im Kopf. Also ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber auf jeden Fall einer. Den habe ich hier im Kopf. Aber gerade eben natürlich die ganzen Pennies, habe ich keine Ahnung, wo die sind. Ne? Die müssen halt wirklich suchen. Stimmt, war das nicht sogar die Musik, wo hier krass geclaimed wurde? Auf jeden Fall Part 9 und 10 waren es, glaube ich. Die einfach komplett weggestrikt wurden. Also nicht weggestrikt, zum Glück. Aber weggeclaimt von wegen so, ey, da ist aber geile Musik und die wollen wir haben. Da sind wir so, also wir sind hier die Urheber und kein Bock, dass du damit Geld verdienst. Ja, soll ich jetzt direkt da drauf? Ja, wobei doch, da geht's, glaube ich, dann auch storytechnisch weiter, oder? Ich mach's mal noch nicht. Ach so, der. Das geht ja auch so gar nicht mit dem Plattform. Naja, wie auch immer. Da hinten war auf jeden Fall eins von diesen Gittern. Wo ich jetzt ja gar nicht weiß, ob die jetzt auf sind, aber was anderes ergibt für mich keinen Sinn, als wenn das so ein Storylog war. Von wegen, wenn du die Story durch hast, dann öffnen die sich diese Gitter. Ich wüsste nicht, was ich jetzt sonst noch machen soll, damit die sich öffnen. So, hier rechts.
war das. Und da ist jetzt noch ein Schloss, aber... Diesmal... Wobei, vielleicht war es auch vorher schon so ein Bauchplatscher, das weiß ich nicht. Wir können den jetzt auf jeden Fall und haben damit die erste von den vier Dublonen. Aber ich finde es ein bisschen sass, dass wir noch keinen Penny gefunden haben, ehrlich gesagt. Heißt jetzt auch nicht, dass ich die so ohne weiteres finde. Ich habe ja auch diesen einen Glückskeks nicht gefunden. Aber das ist auch so ein bisschen die Sache. Also es ist eine nette Sache, dass man vielleicht irgendwas wie die Wiederspielbarkeit tun will. Aber ganz ehrlich, das funktioniert hier nicht. Das ist scheiße, ganz ehrlich. Ich bin absolut kein Freund davon, wie man es gelöst hat, weil... Neues finden, okay. Aber dann muss halt auch überhaupt... Also... Ja, nee, eigentlich ist auch nicht okay. Ich habe, glaube ich, generell etwas gegen das Konzept, einen sammelbaren Gegenstand zurückzuhalten. Also solche Loks wie hier jetzt gerade, okay. Das ist halt klassisches Backtracking, ne? Man füttert einen schon so ein bisschen an, man sieht den Gegenstand schon, man kann ihn aber eben noch nicht holen, weil einem eine Sache fehlt. So. Es ist okay. Das macht jedes Spiel sowas, was so ein Backtracking hat. Aber diese Sache, dass man einfach nicht weiß, ob ein Ort jetzt komplett sinnlos ist, ob da was später was hinkommt. Die Orte merkt man sich auch nicht. Das ist, finde ich, blöd, weil man hat im ersten Playthrough eigentlich kaum Anreiz, sich umzuschauen. Weil man sowieso denkt, ja gut, ich weiß ja noch gar nicht, wenn ich jetzt einen Ort finde, der sass aussieht, da ist aber nichts. Kann ja sein, dass da später was hinkommt. Kann aber auch sein, dass da wirklich nichts ist. Das weiß ich ja als Spieler dann einfach nicht. Deswegen ist der erste Playthrough eigentlich komplett... Der reizt mich persönlich nicht. Weil mich reizt das Sammeln. Und das Sammeln kann man eigentlich erst machen, wenn man die Story durchhört. Und dadurch ist der gesamte erste Playthrough eigentlich für mich recht unspektakulär und auch nicht wirklich spaßig. Weil, aus was besteht denn das Gameplay sonst, außer rumsuchen und finden und sammeln und so? Ja, der Rest des Gameplays besteht dann eben einfach nur aus, ich will es jetzt nicht Hack and Slay nennen, aber einfach nur Gegnergebäsche. Und das ist langweilig. Kackenlangweilig. Da kann ich auch The Legend of Spyro spielen, den ersten Teil. Da habe ich genau die gleiche Erfahrung. Ich sammle nichts, sondern kämpfe einfach nur. Nur, dass da die Story noch um Längen besser ist. Wenn man da wirklich was erzählen will und nicht einfach so eine komische Geschichte wie hier. Naja, ich glaube, wir waren jetzt hier an jedem Fleckchen mal. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich jetzt beim Larry-Schiff da hinten weiter. Das würde ich jetzt zumindest mal anstreben. Wobei ich es ein bisschen merkwürdig fände, wenn hier wirklich nur ein einziger Penny war für dieses ganze große Gebiet. Aber nun gut, ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Und das ist ja auch diese Verhältnismäßigkeit, die ich beim letzten Mal angesprochen habe. So, theoretisch können jetzt hier in den Holzkisten einfach was sein. Und der eine Penny, den wir gefunden haben, der war halt todesoffensichtlich. Den hätte man, wenn man nicht danach gesucht hätte. Und ich suche ja eigentlich schon aktiv danach, ne? Man hätte ihn gefunden. Und dann diese Versteckten dazu. Ich muss halt wissen, woran ich bin. Muss ich mich jetzt wirklich gründlichst umschauen? Oder werden die mir sowieso hin und hinterher geworfen? Und ich muss quasi das Level nur nochmal quasi durchspielen, ohne... dass ich jetzt für jeden Dialog anhalten muss. Oder für jeden Gegner. Es sind ja unterschiedliche Arten, ein Level nochmal durchzuspielen. Ob ich wirklich durchkämmen muss, was ich ehrlich gesagt lieber tun würde, weil ich dann, dann würde ich nicht onscreen machen, das würde ich zusammenschneiden. Aber dann wüsste ich immerhin, okay, ich bekomme noch was dafür, dass ich mich ja wirklich umschaue. Ja. Aber wenn die so mischen, dann weiß ich ja gar nicht, lohnt sich das überhaupt gründlich zu durchkämmen. Weil es kann auch einfach sein, dass ich im Anfangsbereich gründlich durchkämme. Die sind aber ganz offensichtlich ganz hinten irgendwo im Level versteckt. Also verstreut, besser gesagt, und nicht versteckt. Oder es kann sein, dass ich dann eben nicht gründlich durchgehe und dann am Ende feststelle, da wird wohl etwas gründlicher versteckt gewesen sein. Nee, ich will da Klarheit haben und diese Klarheit gibt mir das Spiel leider nicht. Wobei ich eigentlich... Ich war im Gefühl, dass mir das Spiel diese Klarheit gibt. Wir können jetzt darüber streiten, ob diese Mülltonne klar war, aber im Vergleich zu allen anderen war es nicht klar. Und alles andere, was ich bisher so gesammelt hatte, an den Glückskeksen oder auch schon im ersten Level, mit den Flaschen, die waren eigentlich immer ziemlich offensichtlich. Also, sind es halt diese Ausnahmen, die meiner Meinung nach nicht sein sollten. Vor allem, weil ja zum Beispiel auch im Parkplatz überhaupt kein Ding war. Da wäre ja locker Möglichkeit gewesen, noch was zu platzieren. Und auch logisch gewesen, so von der strukturellen Aufteilung her. Deshalb ich das manchmal nicht so ganz verstehe. Und ich glaube, es ist eigentlich Zeitverschwendung, da jetzt da nochmal rüber zu gehen. Ja, ja. Ich weiß, da oben, also auf der rechten Seite da oben, da müsste ein weiteres von diesen Schlössern gewesen sein. Ach gut, ja, ist alles irgendwie hier so ein halber Umweg.
Das hier war diese kleine Bucht, da war ja nur eine Trophäe zu holen, wenn ich mich recht erinnere. Aber da kann jetzt natürlich auch ein Dings da sein, Penny. Ist aber nicht. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Weil das wäre auch schon wieder ein bisschen zu versteckt gewesen eigentlich für den Rest. So. Die ist wieder gefixt. Wundervoll. So. Ja, und das hier, ich weiß nicht, das... Bin ich auch nicht so ein Fan von den Haken und so. Also an sich, ja, aber wie die funktionieren, finde ich nicht so ganz intuitiv. Also eigentlich muss man ja wirklich immer die Buttons drücken und zur rechten Zeit loslassen. Und das hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, ob man früh genug abspringt und sowas. Es ist halt eigentlich ziemlich gegensätzlich zu allem anderen, was ich so gespielt habe, wie das so geregelt war. Da musste man halt schon nah genug dran sein, um hier was zu reißen. Ich meine, das war jetzt hier genauso, gerade an dieser einen Stelle ganz spezifisch, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Wir haben auf jeden Fall super Zeit, hier über die ganze Kritik nochmal ein bisschen zu reden, während wir hier sammeln. Ja, und ich muss auch sagen, auch gerade dieses Spiel macht mich schon wieder ein bisschen Let's Play müde. Muss ich auch wirklich sagen, also ich glaube, da hätte ich deutlich mehr Spaß dran, wenn ich das jetzt nicht Let's Playen würde. Ich mache jetzt noch alles fertig hier soweit. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich dann auch wirklich mal wieder eine Pause mache. Ich habe ja eigentlich schon Nummer 2, wie gesagt, schon 2 Parts aufgenommen. Aber ich glaube, das werde ich erstmal auf privat geschaltet hochgeladen lassen. Werde noch nicht weiter aufnehmen, werde die Parts aber nicht veröffentlichen. Für den Fall, dass ich doch nie wirklich Let's Playen werde. Weil ich dann einfach mal eine kleine Pause mache und einfach mal nichts aufnehme. Und wenn ich was spiele, will ich es halt wirklich mal privat wieder spielen. Eventuell mache ich das Ganze auch mit Captain Toad Treasure Tracker. Das hatte ich mir zum Geburtstag gewünscht und ja, hätte ich auch überlegt, ein Let's Play zu machen. Aber ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich mir jetzt einfach mal privat ein bisschen gönne. Und ja, es gibt halt auch Spiele, gerade auch Neuerscheinungen, die ich definitiv so behandeln werde. Und dazu zählt vor allem auch Tears of the Kingdom, wozu hoffentlich mittlerweile mehr bekannt ist, denn es wurde heute, heute ist Dienstag, eine Direct für morgen Abend angekündigt. Und ja, es geht um 2023 und ich glaube auch erste Hälfte war sogar spezifiziert, erscheinende Switch-Spiele und ja, gut, irgendwas muss jetzt zu Tears of the Kingdom mal nochmal genauer bekannt werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass man nur so einen ganz kleinen Teaser macht und sagt, ey, einen Monat vorher, so wie man es auch bei Animal Crossing gemacht hat und ich glaube auch bei Splatoon und bei einigen Spielen hat man so in der letzten Zeit so gehandhabt, dass man gesagt hat, einen Monat vor Release kommt nochmal eine eigene Direct für dieses Spiel und eventuell kommt es auch bei Tears of the Kingdom, allerdings, wenn ich mich recht erinnere, hat Nintendo tatsächlich noch nie zu einem Zelda-Titel eine eigene Direct gemacht, oder? Also wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist immer quasi das Highlight, das letzte in einer richtigen Direct gewesen. Ja, es ist immer dieser Bauchplatscher jetzt hier, der erfordert ist. Wie viele Pennies habe ich? 2, ne? 2, ja, okay. Ist ja auch schon ein umfangreiches Level, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich muss auch noch die Glückskeks natürlich an die Pflegerin da weitergeben, aber ja, das hat ja Zeit. Und ich muss auch noch mal mit Plankton reden. Weiß ich jetzt nicht warum, weil ich den Hund gefunden habe oder was? Ach ja, apropos. Habe ich den hier schon... Was war anders? Ach ja, stimmt. Ab hier habe ich ja schon den Hund dabei, also... Ich habe den schon überall gefunden jetzt dadurch, ne? Stimmt, ich habe in den ersten beiden Welten habe ich den Hund gesammelt, also Fleckchen. Und deswegen kann ich jetzt hier mit Plankton sprechen, weil wir haben den in jeder Welt gefunden. Ja, ja, doch, stimmt, logisch. Und das war auch übrigens die letzte Quest wahrscheinlich. Also die uns von den Münzen ja gefehlt hat, weil es sind ja 9 Stück oder wie viel waren das? Nee, warte mal, es sind 8, genau, es gibt 7 Welten, so. Ja, wobei, und die Haftnotizen, na, keine Ahnung, mal gucken, was passiert. Was uns Plankton jetzt gibt oder was uns Patrick gibt für die Notizen oder was weiß ich, was alles noch passiert. So, da drüben waren wir jetzt, so. Wie geht's denn jetzt eigentlich genau weiter mit dem Surfbrett hier? Ja. Den Typen können wir mal geschmeidig ignorieren. Ich werde jetzt aber auch nicht mehr als ein Part pro Welt machen. Dann werde ich es ein bisschen zusammenschneiden. Wie gesagt, diese Gegnermission, Endgegnermission, die werde ich jetzt ignorieren. Maximal privat machen. Ja, und da gucken wir. Oh shit, da muss ich mir nochmal genauer die Trophäen angucken. Die wir eigentlich jetzt abseits von diesen Boss-Sachen eben noch eigentlich übrig haben. Und außer alles sammeln in jedem Level. Und ich muss auch noch immer wahrscheinlich mit jemandem reden in Bikini Bottom, der mir eine Aufgabe gibt für das mittelalterliche, wie heißt das hier eigentlich genau? Mittelalterliche Schwefelfelder, Rock Bottom an Halloween, Gelee-Handschuhwelt, Quallenfelder im Wilden Westen, Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom, Piraten-Gulagune und prähistorischer Seetangwald. Die Namen werden, glaube ich, so nie erwähnt oder eingeblendet, deswegen mal interessant, die so zu sehen. Vor allem hier dieses, ich hab's schon wieder vergessen, die Schwefelfelder.
kommen auch aus irgendeiner Spongebob-Folge. Die werden da, glaube ich, nur mal erwähnt. Finde ich auch sehr interessant. Und da habe ich natürlich auch noch eine goldene Unterhose vergessen. Oder zu sammeln zumindest. Gut, hier ist ein Penny. Das ist auch wieder recht offensichtlich. Also zumindest mal, ja, wenn man jetzt hier keine Abkürzung nimmt, muss man hier sowieso lang, oder? Ja, wobei, man muss hier gar nicht lang. Dann ergibt dieser Bereich endlich mal Sinn hier. Das war theoretisch auch ein bisschen versteckter, aber ich meine, man sieht es ja sogar schon, wenn man hier einfach diese Burg betritt. Ich hoffe halt nur, ich denke noch an alle versteckten Sachen, dass ich die auch wiederfinde. Ich kürze jetzt hier einfach mal ab, weil hier oben wird jetzt kein weiterer Penny sein, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Ich glaube, ich kann einfach direkt die Bongo quasi ansteuern. Ich glaube, ich muss auch eigentlich, also theoretisch, noch ein, zwei Sachen rausschneiden, wo mich Virginia angeredet hat oder wo ich dachte, dass sie meine Pringles-Dose benutzen will, um ihren Müll da reinzuschmeißen. Da wollte sie nur den Rest haben. Aber ja, ist auch egal. Ist jetzt... Hätte ich theoretisch rausgeschnitten, wenn ich es gefunden hätte, aber ich habe es nicht gefunden. Das heißt, ihr werdet es irgendwo in einem Part gehört haben. Kommentiert vielleicht mal mit der Stelle, wenn ihr Bock habt. Ich weiß nämlich nicht, wo sie ist. Ich habe sie beim Render nicht entdeckt. Beim Schneiden. Und ich bin ein fauler Sack und der Power Director geht mir sowieso auf den Sack. Deswegen will ich nicht zu viel Zeit im Schnitt verschwenden. Wird das Spiel erst recht nicht. Nee, also. Ich bin sehr faul, was Schneiden angeht. Gibt es ansonsten hier noch was Spannendes zu erreichen? Ich glaube, die Boote sind da halt wirklich einfach echt nur für das ganze Gelee da. Aber uns wurde ja auch irgendwie nie Gelee so richtig abgezogen von Cassandra, oder? Dass sie ihr wirklich Gelee gegeben haben. Ich meine, man hat es gesehen, dass SpongeBob ihr quasi Gelee gegeben hat ganz am Ende, in der letzten Sequenz vor dem Boss, aber ansonsten hat man jetzt nie wirklich so gesehen, dass man ihr wirklich ja irgendwie das Gelee gibt oder so, oder dass man das für sie sammelt. Ich meine, klar, sie hat Kostüme hergestellt. Wahrscheinlich gibt es da so eine Grenze irgendwie, wie viel man gesammelt haben muss, aber es war jetzt nie irgendwie so ein aktives Abgeben oder so, oder? Naja, aber apropos Gelee und alles, wir könnten definitiv mal wieder das Kostüm wechseln. Das wäre mal angebracht, glaube ich. Nehmen wir mal das Skelett. Die ganzen DLC-Sachen können wir wahrscheinlich nicht, die ganzen Vorbestellsachen, können wir nicht großartig sehen. So, da drüben ist nochmal so ein Lock. Das ist ja auch recht offensichtlich. Und dann fehlt ja schon nur noch eine Dublone. Die dann ebenfalls so versteckt ist irgendwo. Jetzt müssen wir... Warte mal. Doppelsprung. Ja. Ist doch richtig, ne? Ja, genau. Sehr gut. Und zwei noch, ne? Zwei Pennies, genau. Ja. Ich glaube, die Welt so jetzt zu komplettieren auf dem Stand, wo wir jetzt quasi angefangen haben heute, ist nicht allzu schwer. Oder allzu aufwendig. Also wir müssen halt nochmal durch das ganze Level gehen. Klar. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier nicht großartig was Verstecktes haben. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die beiden Pennies sind, aber... Die werden auch recht auf dem Weg liegen, denke ich. Und übersehen habe ich die ziemlich sicher noch nicht. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen und das Ganze hier wird ziemlich schlecht altern. Das mag passieren. So, was hat es mit der Schleuder auf sich? Konnte ich die schon nutzen? Muss eigentlich. Also, lass mich mal. Ich sollte... Da geht es wahrscheinlich weiter hier, ne? Ich habe es nicht genau im Kopf, natürlich. Ich habe das Ganze auch nur einmal gespielt. Ich habe es auch noch nicht öfter gesehen. Was ich zwar noch tun werde, aber... Na gut. Gab es da nicht einen einfacheren Weg? Egal. Ich glaube nicht, dass hier was war oder jetzt sein wird in Form eines Pennies, aber... Ja, gucken wir uns vor allem noch mal ein bisschen um und stellen fest, dass das wirklich sinnlos ist hier. Da ist auch nicht irgendwo ein Penny, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Gut, gut, dann gehen wir weiter. Das hier müsste weiter sein. Wir kommen ja dann noch auf dieses Piratenschiffswrack in der Luft, wo wir auch den Fleckchen gefunden haben. Und ich glaube, das kommt jetzt. Oder zumindest so langsam. Da ist auch der nächste Penny. Ohne einen Penny ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Also das ist, glaube ich, unter meinen Top 10, wenn nicht sogar irgendwie Top 3 oder Top 5 zumindest. Ohne einen Penny ist eine unglaublich super geile Folge. Ich liebe diesen ganzen Humor, dass Mr. Krabs einfach einen Riesenaufwand betreibt, ein Kino baut, einfach nur um einen Penny zu bekommen von SpongeBob. Das ist fantastisch. Das ist ganz, ganz... Das ist wirklich Humor, den ich sehr, sehr gerne mag. Aber dieser ganze neuartige Humor hier und dieser Ekelhumor, das ist einfach nur noch
dumm, ehrlich gesagt. So, kann ich von hier aus sonst noch irgendwas Spannendes erreichen? War hier jetzt noch was? Vielleicht das letzte Lock-Dings da. Ich würde tippen, nein. Aber ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Guck mal, da unten gibt es noch. Was war denn? Was ist denn da noch? Spring nochmal runter. Achso, da geht's zurück jetzt, ne? Naja, ob wir jetzt die Schatztruhe mitnehmen oder nicht, ist, glaube ich, relativ egal, wenn wir die überhaupt mitnehmen können. Außer ist jetzt nochmal so ein Ding drin. Das wäre jetzt natürlich... Ich versuche mal, mich umzubringen und guck mal, was passiert. Wo ich lande. Nicht, dass da jetzt noch hier der letzte Penny drin ist. Das kann halt gut sein, ne? Ach, super. Boah, ich hoffe stark, dass da nicht der letzte Penny drin war. Sonst müssen wir nochmal einen anderen Checkpoint laden. Ich dachte auch ehrlich gesagt eher, dass es jetzt hier nicht der Rückweg war, sondern irgendwas Optionales. Ach, wir haben ja noch den ganzen Bereich mit der Killer-Garnele vor uns. Und diese ganze Stadt, die kommt ja jetzt gleich noch. Ja, bei einem Penny, ja, das denke ich mal schon, das ist noch drin. Oder habe ich das irgendwie verpasst? Nee, die kommt doch jetzt, ne? Theoretisch. Irgendwie. Wie war denn das noch gleich? Ach so, genau, da muss ich da lang. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder hier. Wie das aufgebaut war. Und hier komme ich jetzt dahin, wo mich die Killer-Garnele verbal wieder ein bisschen mehr belästigt. Ja, da wird nur eine Dublone sein und ich glaube, da war auch das letzte Örtchen. Ich denke nicht, dass wir jetzt das Wasser passt. Wenn wir überhaupt mit der Truhe interagieren konnten jetzt noch. Das ist auch so fragwürdig. Oder fraglich, besser gesagt. Das hier ist so eine Gegner-Spawn-Maschine, ne? Das habe ich irgendwie lange Zeit nicht verstanden, weil es auch irgendwie für mich null offensichtlich ist, aber nun gut. Also ich kann dem Weg nur zustimmen, wenn er irgendwie sagt, das Spiel kann nicht kommunizieren in jeglicher Hinsicht. Yeah. Das war auf jeden Fall der Weg, um nach da hinten weiterzukommen. Jetzt war ich nicht auf den ganzen Dächern. Da haben wir aber auch eine Dublone gefunden. Damit ist es offiziell optional und wir haben da aus meiner Sicht jetzt nicht irgendwie hier so ein Dingster zu erwarten. Ein Penny? Ach scheiße, den Trick habe ich doch schon mal, bin ich doch schon mal drauf reingefallen hier. Im wahrsten Sinne des Wortes reingefallen. In den Schlitz. Also von wo, ja, da geht mit dem Surfbrett geht's weiter. Und da ist irgendwas Gelbes im Hintergrund. Das sah gerade für mich kurz danach aus, als wäre das schon irgendein Collectible für mich. Aber nee. Ich weiß nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Aber nichts für mich Interessantes gerade. Außerdem ist es nur ewig weit weg. Ist ja auch immer so krass in BOTW, wenn man sich denkt, so, ach komm, der nächste Turm ist auch schon in greifbarer Nähe, aber der ist einfach immer noch 5 Kilometer weg. Ja, 50 eher. Man muss noch eine ganze Woche quasi reisen in-game. Das ist immer... Ihr täuscht immer ein bisschen. So, dürfen wir den ganzen Spaß normal machen, weil es mal wieder von der Entfernung nicht gereicht hat. Haben wir jetzt alle Unterhosen wieder dafür? Nein, wir haben jetzt noch eine weitere verloren und haben immer noch nur einen. Top. Es ist ja ganz spaßig hier. So, dann springen wir ein bisschen höher ab. Lassen uns vielleicht jetzt nicht treffen. Sonst darf ich den Quatsch nämlich sicherlich nochmal machen. Muss ich da nochmal... Ja, eher nicht, ne? Denke ich auch nicht. Keiner will Ananaskuchen. Wieso kann der so gut... Hä? Ist der bescheuert? Bitte? Wieso lande ich denn hier? Hat das Spiel jetzt einen Knall? Hä? Also das Spiel ist ein bisschen grenzdebil. Wieso lande ich denn hier? Ich muss da vorne landen. Entweder. Oder halt da, wo ich wohin... Hä? Das Spiel ist ja komplett durch. Jetzt hat es auch noch beschissene Spawn-Punkte. Ja. Everything wrong with the Cosmic Shake. Ehrlich. Es ist einfach nicht sauber. Absolut nicht polished. In keinster Weise. Außer grafisch. Aber das sollte man eigentlich von einem PS4-Spiel erwarten. Einem Spiel aus 2023. Ja, Pokémon. Du seist erwähnt. Ah, nun gut. Wir haben auf jeden Fall zwei Unterhosen mehr als gerade.
Aber was hat der wieder für einen krassen Aimbot bitte gehabt? Der hat einfach einen Kuchen geworfen, der hat mich voll... Der hat mir einen Hürdelschaum, genau. Ein, Schädel-Hirntrauma verpasst. Da muss ich dran denken, wie Domi in seinem LP einfach in der zweiten Welt die ganze Zeit, was sagt er? Regisseur. Anstatt Regisseur. Keine Ahnung, wie man darauf kommt. Regisseur. Wild. Einfach wild. So, aber, ja, die Pennys waren hier definitiv sehr einfach. Das heißt, jetzt muss ich nur noch die Stelle wiederfinden, wo die letzte Münze war. Und ich glaube, die war sogar da oben. Und halt die Fresse, Killer-Garnele. Da oben ist der Holländer. Naja. Ich glaube, das war schon noch in der Stadt. Und ich glaube, das war entsprechend wirklich hier. Das werden wir gleich sehen. Und eigentlich, der größte Mehrwert war ja jetzt eigentlich wirklich Neues zu finden. Und das haben wir getan. Wir haben jetzt alle sammelbaren Objekte, in dem Fall hier die Pennys, gesammelt in der Welt. Und... Ja, wie gesagt, das andere kennen wir ja schon, da wissen wir, wo die Münze ist. Also theoretisch, ich weiß es halt gerade nicht mehr genau, aber wir haben die schon mal gesehen. Deswegen ist jetzt eigentlich nicht all... Oh nein! Nicht mehr allzu spannend, das drin zu lassen, das war Pech. Aber ich lande jetzt sogar hier, also jetzt ist der Spawnpunkt wieder irgendwie sehr nett. Wir springen da kurz rüber, würde ich vorschlagen. Wenn das da nicht ist, dann schneide ich den Weg nochmal bis dahin. Weil wie gesagt, es ist jetzt nur nochmal dumm, den Weg wiederfinden. Weil eben nicht alles von Anfang an möglich ist. Das sieht mir nicht danach aus, als wäre das hier. Leider. Vorbei? Ist ja immer noch nicht vorbei. Aber war hier, ich glaube, hier lag einfach so eine Blone so rum, ne? Also die wir dann einsammeln konnten schon. Ja, ich suche die Stelle. Würde ich vorschlagen, ne? Dann seht ihr den noch in dem Part hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Mit, was ist denn dann eigentlich das nächste? Rock Bottom schon? Das ist ein bisschen komisch angeordnet, ne? Rock Bottom müsste doch das nächste gewesen sein, eigentlich. Dann der Seetangwald, dann die Ritter. Ja, doch. Rock Bottom müsste das nächste gewesen sein. Da würden wir uns dann also wiedersehen. Und dann, ja. Geht's da mal rund. Ich weiß echt leider nicht mehr, wo das genau war. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt das Level einfach weiterspiele, kommt die Szene noch, weil. Ja. Der ist krank, der Typ. Bis gleich. Ne, da hinten ist es. Ich glaube, ich habe die Stelle gefunden. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, was hier eigentlich... Ja, natürlich. Deine Mutter. Was wir hier eigentlich machen müssen. Wir müssen das Schiff des Holländers im Kampf in 5 Minuten zurückerobern. Zählt das hier jetzt eigentlich alles als Kampf? Weil wir haben ja eigentlich keinen richtigen Kampf mehr gegen die Holländer oder gegen die Garnele. Ne? Das ist ja alles, was wir hier gerade machen. Dieses im Endeffekt da hochklettern, hochspringen. Das ist doch eigentlich alles, was wir hier machen, oder? Also, jetzt mal Real Talk. Wollen die, dass ich den ganzen Bereich hier... Oder ist es das hier? Ah, ich glaube, es ist das hier. Ich glaube, es ist genau der Bereich und ich bin gerade viel zu früh losgesprungen dafür. Naja, wie gesagt, interessiert mich jetzt nicht. Machen wir nicht. Was wir, glaube ich, noch machen, das machen wir jetzt einfach. Komm, pass auf. Wir werden jetzt sämtliche Missionen... Wir können das eigentlich auch am Ende machen. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir ganz am Ende einfach, dass wir alles abgeben, was wir so gesammelt haben. Das heißt, beim nächsten Mal geht's weiter mit Rock Bottom in Halloween. Laune oder so bei Halloween. Bis dann. Ciao.